Parallelen. Also das eine ist USA und das andere ist Deutschland. Und in Ihrem Buch entdecke ich sowas auch. Also das reichste Prozent verfügt in Amerika über 35% des Vermögens. In Deutschland dachte man immer, es sind ungefähr 22%. Stellt sich raus, so ist es gar nicht. Die Verhältnisse gleichen sich an. Wie ist es heute? Ja, es ist etwa wie in den USA. Also in Deutschland haben die reichsten 5% genauso viel wie der ganze Rest. Und die Vermögen am oberen Ende haben sich extrem gut entwickelt, auch in der Pandemie. Wir wissen, dass die Millionäre und Milliardäre, die es in Deutschland gibt, in der Pandemie vermögender geworden sind. Das heißt, die sind so ein bisschen unangetastet davon geblieben. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch ein Netz haben, was ganz viel davon abhält, was Sie als amerikanische Verhältnisse beschreiben. Aber wo wir uns leider angleichen, ist eben, es gibt ja den American Dream, sich hocharbeiten, genau, vom Tellerwäscher zum Millionär. Den es dort auch schon lange nicht. Genau, aber unsere bescheidene Variante dieses American Dreams war ja immer, meine Kinder sollen es mal besser haben. Und da sagen eben Ökonomen, dass das bei denen, die in den Nachkriegsjahren geboren wurden, in der ganz, ganz großen Breite gelang. Ach, über 80, fast 90% der Kinder haben die eigenen Eltern wirtschaftlich übertroffen. Bei denen im Geburtsjahrgang 1980 ist es nur noch die Hälfte. Jetzt könnte man sagen, so ist das in einem reichen Land. Es kann nicht jeder seine Eltern übertreffen. Aber wir sehen eben, dass es vor allem da nicht mehr gelingt, wo es notwendig wäre, weil eben der Wohlstand noch nicht so breit ist. Und die Sorge, die ich eben habe, ist, dass die Leute vielleicht auch irgendwann sagen, das ist auch nicht mehr mein Land. Mache ich denn hier überhaupt noch mit? Gehe ich denn jeden Morgen weiter in die U-Bahn, wenn ich denn sehe, ich schaffe es damit noch nicht mal, diesen bescheidenen Variante des American Dream zu verwirklichen. Und ich glaube, das muss halt unser Fokus sein, dass wir sagen, dieses Versprechen, das müssen wir wieder glaubhaft machen. Dieses Versprechen, es kommt darauf an, was du machst, nicht was deine Eltern gemacht haben oder deine Großeltern.